Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 Minden Country Life 2 Projekt zusammen mit dem Herrn Heribert. Gute. Jo, wir haben da gesehen, um 13 Uhr ist die Veranstaltung beim Herrn Händler, also beim Herrn Dingsbums, keine Ahnung, schon wieder vergessen, den Herrn Nasinger, genau. Nasinger. Du musst einmal die Tür bitte zumachen. Ach, ich dachte, du wolltest mal ein bisschen Lüftung. Na, ist ein bisschen kalt. Ja, okay. Denk mal, du es bist. Jo. So, extra, ich hoffe mal, das lohnt sich, ja? Wir unterbrechen hier unsere Feldarbeit extra dafür. Extra für Bier und Verköstigung. Ja. Wir kommen eigentlich ja nur fürs Bier, ne? Ja, fürs Bier und für die Bratwurst. Ja. Ich glaube, sie schauen mal seine Maschine an. Was ist jetzt eigentlich hier für eine Baustelle? Wann, ne? Ei. Ach du Gott. Bisschen schief gestellt die Schilder, aber ach du Gott, der Herr Faul, der wartet. Ei. Also Führerschein hat er, glaube ich, auch nur zufällig bekommen. Mhm. Der Fahrlehrer hat Mitleid. Ja. So wie mit dem Herrn Anton Müller. Nachdem er nach der 10. Prüfung irgendwo noch nicht bestanden hatte, ne? Dann hat er einen Anflug geschenkt. Genau. So, hier müssen wir jetzt rein, oder? Ja, genau. Ach, da ist es her, glaube ich, oder? Ja, pass auf, so der Bahnübergang. Wenn ich das hier mal in Zug komme, ist ja auch eine Seltenheit. Jetzt gehen wir gerade fahren. Du seine, glaube ich, schon alle. Da ist der Herr Asinger doch. Mhm. Wo parken wir, ne? Irgendwo hin. Wo kommen wir denn am Dorf einfach her so? Stell so her neben den Ordner. Ja, ist egal. In die Bushaltestelle. Ja. Nee, komm hier so neben das Auto. Och nee, ey, langsam, ich muss den mal blockieren. Hallo. Guten Tag. Kurze Frage, sind eigentlich die Bremsen von eurem Johnny kaputt oder was? Ja. Ja, Alter, ihr hättet doch auf der Wiese parken können. Ach, ich seh ja hier. Leg mal auf. So. Ich mir auch auf. Bis ja. Gott. Moin, ihr zwei. Moin, die Heidi grüßt. Die Heidi. So, hallo. Herr Müller, hallo, sehr sexy sehen Sie heute aus. Sie, ja, auch. Ja. Ah ja, soll das jetzt eine Anspielung sein? Nee, ich sag gar nichts so. LGBTQ. LGBT Barbecue. Barbecue. Also meine liebe Damen und Herren, ich begrüße. Kommt nicht noch irgendeiner? Fehlt noch jemand? Weiß ich ja. Ja, ja, die zwei. Huber und Faul. Ach Mensch, der Faul ist uns begegnet eben. Durch und ich glaube, die Bauerfutzis interessieren sich nicht verlangt. Ja, das ist egal. Machen wir so. Also meine liebe Damen und Herren, ich begrüße zur. Ich grüße Sie zum heutigen Vorführtag hier von Fendt und Kuhn. Ich werde Ihnen heute hier verschiedene Boden bearbeiten. Wir heute unsere Freundin Boden bearbeiten. Oh, ja. Entschuldigung, sag mal Klingelton. Ich werde Ihnen heute hier verschiedene Bodenbearbeitungsgeräte von Kuhn vorstellen. Die von Fan-Traktoren angetrieben werden. Genau, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne bei mir. Sie dürfen überall einsteigen, alles ausprobieren. Da vorne bei der Wirtschaft, da gibt es gerade Bier und gerade Bratwurst. Wo willst du mir? Und da vorne bei der Wirtschaft beim, wie heißt es wieder da unten? So Eiche. Wie viel Bier dürfen wir nehmen? Ey, Christoph Kleiner, hast du ein Jungs zum Bolt gefrühstückt? Zwei, Mensch. So viel erwollt. Wir nehmen vier, oder?
Hä? Du Eiche. Jo, grüß dich. Christoph, genau, was hast du eigentlich hier zu tun? Eiche. Du hast gar keine Eiche. Ey, Eiche, gib mal ein bisschen Bier hier. So, jo, Anna, bitte 5 Bier. Waldraut, mach mal schneller! Danke. So, einmal für den Herrn Ludwig. Ey, ist der Uli auch hier? Dorf Herrn Assinger und Dorf Herrn Müller, ein Bier und dann passt. Ja, danke, so gehen wir wieder hoch. Danke dir, Bro. Andreas riecht nichts, danke dafür. So, wer hat einen guten Saufspruch gerade auf Lager? Keiner, danke, weil den keiner hören will. Danke zum Ablenken, ich glaube mal auf die Maschine. So, also hier sind wir. Oh, jetzt sind wir gut gestärkt. 24 Vario. Oi. Assinger? Hä? Kurze Frage, kann es sein, dass der Traktor viel zu schwach für den Gruber ist? Nö, welcher? Nee, der. Der 724. Nee, der 500er. Hallo, Herr Müller, was setzen Sie einfach so da rein in den Trick? Also das geht echt gar nicht. Der ist doch offen. Ja, nee, also Sie, hier ist alles offen. Sie können sich überall reinsetzen und die Maschinen austesten. Weil dürfen wir damit wegfahren? Hä? Was? Dürfen wir damit dann wegfahren? Nee. Die holen wir da mal ab. Darf man dir, darf man noch mal fahren? Ja klar, Sie können das gerne alles ausprobieren, können hier von mir Geld hier ansehen. Herr, wo ist denn der Wenn jetzt? Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich. Ludwig? Ja. Ich bin ganz unten, guck mal runter. Moment. Oh, ja, natürlich, er geht mal wieder zum neuen. Oi, 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 du. Herr Kleinert. Den kaufen wir, oder? Was, letzter Preis? Müller, ja. Herr Kleinert. Ja. Können Sie überhaupt mit großen Dingen umgehen? Ich setz mich auf den Beifahrersitz. Was? Ey, der 500er zieht das aber ganz gut, Herr Assinger, muss ich sagen. Naja, der ist halt Fan, ne? Ja, das ist das halt schlecht, wie ich sehe. Joa. Wie halten die denn so von anderen Trägern mal? Joa. Ja, ich? Ja. Halte ich nichts dran, deswegen verkauft uns auch ein Deutz. Sehr gut. Oh, mein Handy, tut mir leid. Ja. Hey. Muss man jetzt drüber reden oder lassen wir es einfach? Das ist ein sehr guter Klingelton, also warten Sie mal hier. Also meiner fand ich besser, muss ich sagen. Na, also ihre, für ihr Niveau ist es besser, das stimmt. Also ist meiner besser. Andreas! Herr Assinger! Andreas! Was kostet das Gespander mit dem 900er und dem Ding hinten? Sieht doch ganz gut aus, ne? Ja, das Gespann, was du da fährst. Ich verstehe gar nichts. Kommt auf die Konfiguration an, wie sie möchte. 500er finde ich auch nicht. Boah, so, der wie der, so wie der du dort ist. Moment, kann ich ihm gleich sagen. Ludwig? Ja. Er sag uns einmal den Preis von dem Gespander. Oh ja, Junge, der zieht das weg. Ja, ja, allein schon mit dem Piepton, Junge. Alter, der zieht das weg, ey, das glaubst du gar nicht. Boah, ey, der zieht schon ganz schön, du, der Fan. Jo. Hat der 240 PS oder was? Die nur in den großen Maschinen, Junge, die kümmern sich gar nicht um die kleinen. Also der Fan würde 367.000 kosten. Alter. Und der Tiefen. Hier läuft einfach der Motor. Kostet, Moment, 11.500. Ah. Danke für die Information, Herr Assinger. Ja, bitte. Was wird denn der 700er kosten? Der 700er... Das ist meiner. Also es kommt dann auf die Konfiguration an beim 700er. Ja, relativ normale Konfiguration, auch so im Fendt Grün und so alles. Als 724 dann aber, oder? So wie der schwarze da oben ist, das passt eigentlich schon so. 724. Also in der Standard, alle Standard außer das sind 724. Wie viel? Moment. Oh, der ist aber ein bisschen leicht, du. Da liegen wir so bei 290.000. Oh, ist das? Ach, du Gott. Da ist ja fast der 900. Was ist denn das, Alter? Ist von Willi gezogen. Herr Müller. Was denn? Sie brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr Gewicht auf der Frontachse. Glaube ich auch. Willst du mal fahren, André? Oh. Ja, ich glaube, lass mich mal fahren, bitte, du. Boah, jetzt fahre ich nur mit dem dicken Gerät, Junge. Na, Herr Klein, dann fahren Sie ruhig. Ich komm rein.
Boah, Junge, hier ist ein Fernseher, kann ich hier Netflix drauf gucken? Ja, sicher, kann man hier Netflix drauf gucken? Ja, geht auch. Da ist ein bisschen okay. Viel Gewicht auf der Hinterachse. Andreas, mach mal einen Film an. Weil wenn wir jetzt nicht schon größere Fahrzeuge hätten, wäre der ja ganz gut, aber sonst, wir haben ja schon dickere. Ich finde es auch echt geil. Ich finde es auch echt geil, wie jedes Gerät so ungefähr die gute Maschine dran hat. Wenn hier einfach der 900 der so einen mickrigen kleinen Tiefenlocker kriegt, ey. Ja, aber das ist drum, weil da braucht man hier, je nachdem, was. Ey, weißt du was? Da hätte auch einen Bollerwagen dranhängen können, Junge. Da wäre er mehr ausgelastet als mit dem Teil. Ich schau mal im Katalog. Ach du Jemine, guten Tag, Herr Huber. Und der Frau. Oh, Scheiße, wir haben was geschafft, ich muss los. Hab warte mal, ja, ja, ja. Oder wie viel, ist es von dir schon? Guten Tag. So, was ist denn hier eigentlich Phase? Nur. Wollt ihr ein Bier? Moin, Herr Huber. Nee. Wollt ihr ein Bier? Ich hab schon eins und ich darf auch nicht mehr trinken. Ach so. Weil sonst kann ich nicht mehr fahren. Herr Huber? Ja? Kann ich ihm Bier anbieten? Nein, ich bin im Dienst. Er ist den aber danke der Nachfrage. Hey, Herr Huber, ich bin der Einzige, der noch keins getrunken hat. So, entschuldigen Sie mal. Ich glaube eher weniger. Was? Dafür hat er was anderes drin. Was anderes drin? Ja, das wollte ich. Nein. Nein. Meine Koks-Tüten warten. Ich dachte, er hat genug Glück für den letzten Tag. Alter Junge, was ist denn das für ein Gerät? Ja, was ist denn das Gerät? Mein, Alter. Mein? Oh Gott, sieht das süß aus. Das ist ein kleines. Ganz kleiner. Alle Abfahrt, Junge! Alter, der hört sich an wie ein Raumschiff. Ist ja Raumschiff. Ja. Der Klassinger? Können wir das Gerät zum Mitnehmen? Geht's dir gut? Oi! Alter! Mehl? Alles mal eine Hupe, Junge! Herr Huber, wollen Sie Mehl? Nein, nicht. Herr Hasinger, ich bevor uns bitte die Hupe aus. Immer derjenige, der immer irgendwelche Tüten haben will? Der ist Tuning bei der Hasinger! Ja, Entschuldigung, ich kenne nur. Herr Müller? Ja, bitte? Ich hier. Ja, Huber, in dem Ort bin ich aber noch nicht mit. Wie? Hast du uns noch nicht mitgefahren? Wir können aber hinten rein, ja. Das können wir ja noch mal ändern. Aber was? Noch ein bisschen eine Frage. Sie sind ja der Wehrleiter, ne? Ja, genau. Wir haben das neue Gemeindegebäude fertig, da brauche ich bis dann Ihre Hilfe dann. Wo ist denn jetzt der Herr Ding hin? Da will ich auch mithelfen. Weiß nicht, ich hab Zeit, wir können es ja alles mal angucken. Ludwig! Reden. Ja, die letzten Fahrzeuge vom Bauhof müssen dann noch wegfahren werden und dann das ja, eigentlich. Das also, Sie können jetzt schon, ja. Nee, erstmal ganze Fahrzeuge weg. Ich würde mitkommen, kein Problem. Ach, erstmal ganz ruhig, Alter. Ich weiß nicht, ob der Bürgermeister, ja, das neue Bürgermeister alles eingeräumt werden soll, die ganzen Ordner und sowas. Ich weiß nicht, wie es aktuell mit dem neuen Bürgermeister aussieht. Also aktuell erst nächste Woche soll das, glaube ich, stattfinden. Okay. Lass uns mal die scheiß Tür zu, Alter! Ich wollte doch rein. Du hockst da hinten rein. Ich bin schon ja, weg. Okay. Ich fahr jetzt erstmal die Lage. Also ich muss sagen, er kann super, ja. Herr Kleiner, kurze Frage, Alter. Wie siehst du eigentlich? Was denn, ich tue nur die Maschine aus. Herr Huber, kurze Alkoholkontrolle hier bei dem Kollegen. Ich glaube, das steht nicht mehr ganz richtig. Also ich muss sagen, ist schön waagerecht. Ja, ja. Ja, doch. Ja, ja, gerade. Das geht zum Teil dazu. Der steht nicht mehr ganz richtig. Alter, der arme 515. Alter. Ja, Meter Herr Huber, hier ist der Kollege, den Sie kontrollieren müssen. So, aber ich mache jetzt weiter mit meiner Baustelle, da, bis wir da fertig werden. Eigentlich hätte ich Mittagspause gehabt, ne? Herr Kleiner, wollen Sie mit? Ich fahre gerade Silage zu Ihnen hoch. Ja, ich komme hoch gleich zu Ihnen. Jo, ich geb's einfach mitten, ja, mal gucken wohin. So, dann schauen wir weiter.
So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst euch gerne ein Abo und ein Like da. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.